Hi, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir machen heute das Finale der Terrasse und wir haben was ganz Besonderes vor uns, und zwar Bowser Juniors Robofabrik. Das ist das große Finale dieser Galaxie und ich würde sagen, wir lassen uns nicht lumpen und na, gehen mal rein und besuchen Bowser Junior und seine Robofabrik. Der dreibeinige Riese. Man könnte da eigentlich von mir sprechen, weil na, ich werde ja auch allgemein als Dreibeiner quasi bezeichnet. Weil, lacht da bitte nicht drüber. Es ist eine Krankheit, okay? Es ist, die meisten Menschen haben ja zwei Beine, aber ich habe eigentlich aufgrund meines Geschlechtsteils drei Stück. Kann ich euch auch töten? Ich habe aufgrund meines überproportional langen Geschlechtsteils Dreibeine. Ich werde als Dreibeiner bezeichnet und kann mich dann eigentlich auch mit diesem Typen hier anfreunden. Denn, naja. Wir sind sowas wie Verwandte, wisst ihr? So, kommst du erstmal mit oder so? Wie konnte er mich gerade eben übersehen? Arrogantes Stück. So, komm ran. Geh nicht kaputt. Geh nicht kaputt. Geh nicht kaputt. Geh da hoch! Was? Ist das dein Ernst? Halt eben nochmal. Ich hab ja die Zeit. Muss auch sagen, diese Art von Kugelwillis sind extrem dumm, weil naja, wenn du jetzt nicht unbedingt sie in deine Richtung lenkst, weil es sind ja oder es sind halt zielorientierte Kugelwillis. Knallen sie auch gerne auf den Boden auf und ach, das ist schön lecker dumm. Ja, okay, ich merke schon, man kann euch nicht mit der Stampfattacke so besiegen. Ich muss das erstmal so machen. Danke sehr. Okay, ich glaube, es gibt hier nichts Besonderes, deswegen wir kommen direkt schon zum Roboter. Ich dachte, das Level wäre länger gewesen. Aber hey. Oh nein, es ist Bowser Junior. Ich habe ja solche Angst. Aha, du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein. Zeig ihm die Macht des großen Sterns. Hey, ich bin das Megabein, okay? Ich fühle mich gerade unfair behandelt, Mann. So, das Prinzip dieses Bosses ist relativ cool, weil naja, dieser Dreibeiner, dieser Megabeiner ist so fett, er hat eine eigene Umlaufbahn oder eine eigene Gravitation, eine eigene Schwerkraft. Er hat ein eigenes Schwerkraftsystem. Sonst könnte ich hier ja nicht auf ihn drauflaufen und das in mehreren Perspektiven und so weiter und so fort. Das ist schon relativ cool. So, komm. Geh da dran. Oh oh. Was habe ich getan? Achso, ich dachte, ich könnte jetzt einfach hier so ein paar Stampfattacken machen und das Ding um die Ecke bringen. Kann ich das nicht sogar machen? Nein. Meine Stampfattacke ist nicht stark genug dafür. Schade eigentlich. Gut, dann muss ich jetzt anscheinend diese ganze Kugelwillis hier erstmal auf die Gitter lenken. Was denn? Das meine ich mit dumm. Die sind richtig dumm eigentlich. Oh Gott. Und da machen die sich gegenseitig kaputt. Also, oh. Ist das Spiel der Meinung, dass sie nicht genug? Jetzt mach doch, fahr doch dagegen. Flieg doch dagegen, du dumme Sau. Pff, okay. Das ist nicht ein bisschen zu viele Kugelwillis, um hier klarzukommen. Wenn die alle gegen sich selber fliegen. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Es fliegen gleichzeitig drei Kugelwillis lang, die sich alle selber umbringen. Das nenne ich mal Dschihadisten. Nein. Flieg hier rein, du dummes Schwein. Und dann hier. Nein. Wisst ihr, das ist halt das. Die machen sich auch sogar automatisch wieder irgendwann zu, diese Käfige. Willst du mich abziehen, Mann? Oh mein Gott!
wie der einfach nach oben und dann wieder nach unten geflogen ist. Okay, der war schlau. Dieser Kugel, der war schlau. Doch, doch, doch. Der hat sich bewiesen. Okay, ich revidiere meine Aussage. Nicht alle Kugelwillis sind dumm. Es gibt Ausnahmen. Krass. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken, wenn ich gegen diesen Boss kämpfen muss. Sollte ich gegen ihn kämpfen. Falls ich gegen ihn kämpfen sollte. Ja. Dass ich erstmal einen hohen Sprung mache, die Kugelwillis nach oben lenke und mich dann in die Mitte chille. Damit die dann mich direkt runterfliegen und diese Schutzbarriere durchbrechen und somit den Weg zum wunderschönen großen Stern freilegen, der jetzt auch übrigens hier die Energie dieser wunderschönen Sternwarte vergrößert. Und somit öffnet sich der Weg für das Badezimmer, glaube ich. Okay, 10 Sterne schon, läuft. Galaxie komplett. Ding, ding, ding. Genau, das Badezimmer ist die nächste Welt und ich glaube, da gibt es schon echt coole Welten, die auf uns zukommen. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternenkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die ganze Kraft zurückgelangt ist, können wir zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus entfernte Ort im Universum. Oder der fernste Ort im Universum. Ja. Au, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Hallo, ich bin nicht dumm. Wir nennen die wieder befreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. So, jetzt ist die Frage. Ja, ich werde das schon in Erwägung ziehen, dankeschön. Herr Schwarzer Luma. Jetzt will ich aber erstmal gucken, ob es in der Terrasse noch was zu machen gibt. Ob jetzt neue Sterne aufgetaucht sind oder so. Kann man ja nie genau wissen, deswegen gucken wir mal nach. Nein, alles komplett. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal den Baby-Luma. Da freuen sich die ganzen Kinder drauf. Hallo. Hey du da, hast du keine Sternteile oder so? Ich will Sternteile essen, ganz viele davon will ich essen. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Ich war schon aufmerksam, hab 800 gesammelt und er will 400 haben. Ja, hat der Faustig hinter den Ohren, hat der's. Ja, das war's, mein Bauch ist voll hier, was knapp ich, da wollen wir loslegen. Verwandlung! Und damit hat er sich für uns geopfert, um eine neue Galaxie zu gebären, oh. Okay, auf geht's, ich bin gespannt, was uns erwarten tutet. Was kommt denn? Die Keksfabrik-Galaxie. Mampf den süßen Kuchen! Ja. Da haben wir dem Affen gerade Zucker gegeben und da gibt uns der Affe uns jetzt auch noch den Zucker. Ist doch cool, oder? Ein Geben und Nehmen, muss ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Ich werde diesen Kuchen genießen, mein Freund. Oh Gott! Ich war schon locker am Boden. Ich hätte niemals auf der Plattform stehen dürfen, ey. Das war ja wieder purste Gönnung des Spiels. Also wirklich so. Wartet. Purste Gönnung meines Lebens. Gucken, ob wir das wiederholen können. Besser nicht. Aber diese Lücken hier sind eigentlich gar kein Problem. Alles gut, alles in Ordnung. Na, ihr? Ich kann nicht mehr. Ihr Blutsauger. Ihr nehmt mir alles weg. Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte. Ah. Ich weiß es nicht. Das nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Shoutouts da natürlich an den guten Kai, den Brecher. Und nein, ich bin nicht Kai der Brecher, das bin nicht ich, das ist ein anderer. Gebt auf YouTube einfach ein, ihr Blutsauger.
Ich kann nicht mehr. Und dann kommt ihr auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir haben einen Baustein sichergestellt. Ja, hätte sie mir den doch geben können. Ach, da ist wieder Captain Todd. Hallo. Hey, wir kehren um. Beeil dich. Sehr wohl. Okay. Das war relativ easy. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass ich hier nicht gestorben bin. Auch wenn, wie gesagt, die erste Instanz haarscharf danach aussah. So, das wäre auch geschafft. Mhm. Aber ich muss echt mehr Sternteile farmen, weil ihr müsst wissen, es gibt, glaube ich, zu jeder Kuppel Baby-Luma, die gefüttert werden wollen. Und 800 und 400 waren ja gerade eben schon relativ viel. Deswegen, wir müssen ein bisschen mehr Vorrat uns erarbeiten. So, neue Galaxie ist aufgetaucht. Da gehen wir heute sofort noch hin, Brudingos. Deswegen, lass knacken. So, let's go. Okay, ich muss unbedingt darauf achten. Oder ich muss unbedingt aufpassen. Die Sprungweite von Mario nicht zu überschätzen. Weil das ist auch so ein Punkt, das muss ich in Odyssey auch lernen. Das ist auch in jedem Mario-Spiel so. Man muss halt wirklich diese Sprungdistanz von Mario, man muss die einschätzen können. Ich denke, jeder von euch kennt das. So, was haben wir denn da? Eine neue Galaxie? Ja, lass knacken. Was ist denn da? Die Sternstopp-Galaxie. Ich habe jetzt eigentlich... Also eigentlich habe ich jetzt gerade was anderes erwartet. Aber komm, machen wir die auch eben schnell. As if it was nothing. Der Sternregenpfad. Sternregen finde ich gut. Das heißt auch mehr Sternteile für mich. Ja. Okay, und jetzt scheinen wir uns wirklich mitten im Universum zu befinden. Sehr gut. So, was ist hier? Sternteile, ist schön. Ist lecker. Ist gönnbar. So, jetzt ist die Frage... Ja, komm, bring mich hin. Danke sehr. Ja, aber die Welt macht es auch gut vor mit den Sternteilen. Finde ich gut. Ist schön, ja. Ist gut. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir uns quasi hier entkoppeln können oder ob dieser Stein eine eigene Gravitation hat, dass wir uns da draufstellen können. Aber ich glaube nicht, deswegen lassen wir das mal sein. Ach, sich bewegende Sternteile, das kann ja was werden. Das wird... Warum läufst du denn im Kreis? Bist du dumm oder so? Das wollte ich gar nicht, dass er das macht. Das ist halt das Ding an Galaxy. Manchmal ist die Steuerung... Das meine ich. Ich mache nichts. Ich laufe in eine Richtung. Ich drehe mich nicht mal... Ich will mich nicht mal im Kreis drehen. Das wird noch öfter ein Problem werden, habe ich im Gefühl. Ey. Das ist... Wow. Oh, wie viel Sternstaub hier vom Himmel fällt. Geil, ey. Ist jetzt schon Weihnachten. Ha. Ich raste vollkommen aus. Ja, los. Tja, ich muss mich da nicht dran festhalten. Das geht auch so. Vor allem... Ich habe mich nicht mal daran fest und ich werde schon von dem Teil weggezogen. Das nenne ich mal Linearität hier. Ich möchte es auch selber schaffen, aus meiner eigenen Kraft. Mich fortzubewegen innerhalb des Weltalls. Dankeschön. So, ekelhafte Spinnen. Check. Sie hätten sie am besten Spinnenstaubgalaxie nennen sollen, weil wenn ich die Spinnen einmal töte und umbringe... Bleibt nur Staub von ihnen übrig. Ekelhaft. Mach, dass ihr wegkommt, bitte. Tut mir den Gefallen. Habt mal ein bisschen Anstand. Hör auf, hier rumzuspringen hier.
Gönnung! Danke. So, nächste Spinne. Weg mit dir. So, was ist jetzt hier los? Oh Gott, ganz viele Tots, die hier wieder mal eingesperrt worden sind. Und auch Goombas. Soll ich dich befreien? Wirst du dankbar sein? Scheint so. Sehr gut. Nanu, der Kapitän! War wohl wieder der Erste auf der Flucht, was? Hä, was willst du von mir? Ich hab's doch gerettet. Schwein. No, rette meine anderen Freunde. Er hat seine Brille verloren, das will ich sehen. Ha, ist wirklich so. Du arme Sau. Ach, jetzt kommt Captain Todd an, wo alle befreit sind, ja? Das ist ja wieder mal klar. Du bist eine Sau, Captain Todd, weißt du es? Hab ich hier noch was übersehen? Ach, du weitere Spinnen. Lassen wir Captain Todd nicht zu lange warten. Ich glaube, das Jingle kostet extra hier. Das wunderschöne Captain Todd Jingle. Ja. Das jeder kennen sollte. Hallo. Todd. Zum Baustein entdeckt, also verwende den Sternring hier oben auf dem Pilzschiff. Ja? Hä, was denn? Also, manchmal funzt die Physik hier echt bescheiden. Ich bin nur gesprungen und dann, ja. Also, das Spiel hier erkennt manchmal deine Sprünge nicht so an, wie du sie gerne haben wolltest. Verstehen Sie? Geht's erstmal nach rechts. Also quasi, wenn ich mich weiter auf dieser in dieser Umlaufbahn bewegen möchte, denkt das Spiel sich: Nein! Du bist zu weit rausgeflogen, deswegen wirst du jetzt zum anderen Planeten weitergeleitet und nutzt jetzt diese Schwerkraft. Ist mir egal, was du jetzt dazu sagst. Heieieiei. Das war auch ein cooles Element hier, dass diese Plattform sich immer dann aufbauen, wenn ich mich ihnen nähere. Das ist cool. Doch, das ist schön. Hui. So, 5 Silbersterne müssen wir sammeln und dann kommt ein Stern und der wird sich wahrscheinlich wieder genau da hinten platzieren, wo ich ihn am wenigsten brauche, weil ich jetzt wieder zurücklaufen muss. Ich bin auch faul. Macht's doch mal so ein bisschen convenient für mich hier, dass er direkt dort gespawnt ist, wo ich auch den letzten Silberstern gesammelt habe. Thanks. Das gibt in der Wikipedia-Wertung einen Minuspunkt. Höchstwahrscheinlich. Gut, ich denke mal, wir haben bestimmt noch Zeit für einen weiteren Stern. So, nächste Galaxie gegönnt. Sehr gut. Ich finde es übrigens extrem kacke, dass man beim Speicherbildschirm immer den Cursor auf den Bildschirm lenken muss und da drauf drücken muss, kann man sich einfach mit Ja und Nein bestätigen, also mit A und B. Dein Ernst? Aber hey, ich will mich ja nicht aufregen. Ich möchte euch nur sagen, dass auch dieses Spiel nicht perfekt ist. Ja? So gut es auch ist. Carmex Flotte greift an. Das ist bei Mario Odyssey auch so. Es ist ein Top-Spiel, aber es hat auch Schwächen. Ja? Manchmal in der Steuerung. Doch, das Spiel hier hat in der Benutzersteuerung einige benutzerunfreundliche, sag ich jetzt mal, Mechaniken. Die den Spieler einfach nur nerven, statt ihm zu helfen. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch später im Let's Play bestimmt drauf. Ja. Mario, mein Suchtrupp, der sich in Carmex Flotte eingeschlichen hat, kommt einfach nicht mehr zurück. Ich, der Kapitän, werde sie retten. Wart's nur ab, indem ich hier stehen bleibe und auf sie warte. Ist das nicht super? Ja, ist echt toll. Du hast echt einen Drang zum Retter. Wow. Geh dich umbringen.
Na gut, dann machen wir wieder mal die Drecksarbeit hier. Ist doch nicht normal. Ja. Das ist ja, glaube ich, jetzt gerade so ein System. Man muss sich quasi von, ich sag mal, Schiff zu Einzelplaneten, zu Schiff zu Einzelplaneten durchboxen. Und dann irgendwann von Schiff zu Schiff. Und diese Hasen geben mir gerade Tipps, wo ich denke, ey, das, danke, da wäre ich ja echt nie drauf selber gekommen. Also echt wirklich geil. So, wir haben schon ein paar Spielstunden Intus, aber gut, dass ihr uns auch erklärt, wie man denn an so hochgelegene Orte kommt. Vielen, vielen Dank. Wirklich, krass. So, das ist hier, glaube ich, so ein Zahnrad, was man drehen muss, genau. Ja! Und weg! Das Coole ist, man kann Koopa-Panzer beschwören. Ich meine, ihr seht es ja auch gerade hier. Ja. Wenn man das tut, kann man auch, wie ihr sehen könnt, Truhen kaputt machen. Oder sie öffnen. Ohne einen Schlüssel zu haben. Ist das nicht toll? Schau doch einen Panzer in die Schatztruhe! Habe ich gemacht. Schau dir die Fernbedienung, um sie zu werfen, die Panzer, jawohl! Habe ich gemacht. Ich bin euch mal wieder einige Sekunden voraus. Ich merke das schon. Dankeschön. So, macht's gut, ihr Pfeifen. Ich gehe auch anderen Freunde retten. Und dafür bin ich ja gut. Oh nein, ein Goomba hier auf der Plattform. So eine Bedrohung, ey. Krass. Und was ist da hinten? Ja, nein, ich hab's fast geschafft. Oh. Kann man da überhaupt dann hochgehen? Hallo? Ja. Was ist hier jetzt? Ein Geheimraum. War ich hier jemals gewesen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in diesem Raum schon mal gewesen bin. Das muss in den Titel. Geheimraum mit Sternteilen. Am besten Sternteile-Farm-Tutorial, HD. Mario Odyssey-Gameplay. Oh, ein Maxi-Pilz. Den nehme ich mal gleich. So, hallo Todd, Bruders. Panzer ein kleines Stück entfernt ist, kannst du ihn leicht mit einem Dreher aufheben. Mhm. Na, du? Alles gut? Wegen dieser Oktopoden kommen wir nicht weiter. Vielleicht sollten wir einen Panzer in sie rammen. Ihr habt ja böse Gedanken. Ihr habt's faustdick hinter den Ohren, habt ihr es, ey. Läuft. Ach, ein roter Panzer. Ah, cool. Das ist ein logischerweise ein suchender Panzer. Das ist cool. Diese Feuerbälle hier, oder diese Feuer... Ja, doch, Feuerbälle trifft es, glaube ich, ganz gut. Die kann man nicht schleudern. Das sollte klar sein, ne? Ist zu heiß, um sie zu diesem Oktopol zu schleudern. Okay. Ich glaube, wir haben alle Tots gerettet, aber wir geben uns trotzdem nochmal die Blöße und gehen auf das Schiff, weil wir es können. Wer kommt jetzt? Ein riesiger Koopa. Kamek. Ach du Kacke. Oder Maggie Koopa, weil ich glaube, damals hießen sie nicht Kamek, sondern Maggie Koopa. Und das hier ist ein Panzer, den ich auf dich schleudern muss. Habe ich nicht recht? Perfekt. So, auf deinen Nacken. Warum auch immer dieser Koopa, dieser Maggie Koopa, dieser Kamek so dumm ist. Und, uns mit wunderschönen Panzern beschmeißt. Aber hey, das ist eine andere Geschichte. So. Und bye. Oh nein. Jetzt wird's richtig nervig, glaube ich. Oh, jetzt wird's richtig cringe. Egal, einfach diese Kamex ignorieren und auf den gehen. Ja. Unnötige Zeitverluste, sich mit den anderen Kamex anzulegen, ganz ehrlich. Drei Treffer, der ist weg. Ich dachte, jetzt muss man noch irgendwie zweimal den treffen und so. Das hätte die ganze Sache mit den Kamex natürlich erschwert. Aber nicht so, wenn der noch einen Treffer hat. Tutorial HD, besiegt ihn direkt, wenn ihr könnt. Ja. Okay, auch das wäre geschafft. Sehr schön.
Geil. So, was ist jetzt los? Was ist der Grund, dass wir hier hinkommen? Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen sind aufgetaucht. Oh nein. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma dort drüben. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Fuck, sieht der Luma hier schräg aus. Darf man fragen, was dir passiert ist? Guckt euch mal an. Huiuiuiui. Also mit dem würde ich, nicht auf der anderen Straßenseite treffen. Jetzt mal ehrlich. Nein, ich glaube, man sollte dich ganz, wenn man dich auf der Straße sehen würde, man sollte auf die andere Straßenseite wechseln. Doch, doch. So, Brudingos, ich würde sagen, im nächsten Part gucken wir uns hier mal, in dieser Kuppel hier um und sehen, hey, die Eierplanet-Galaxie hat einen roten Komet im Anflug. Ja, würde ich sagen. Werden wir uns im nächsten Part gönnen. Roter Komet, das kann nur Bosskampf heißen. Ob es so ist und vieles mehr im nächsten Part. Macht's gut, haut rein, ciao.